TV hier am Christopher Wendelmann, Henry Kuhn, Andreas Ziemann, Matthias Kabel und Christian Brauer. Einen Top-Start, wie auch in den Wertungsläufen legt hier der Christoph Entelmann hin. Die Starter 500 zieht hier als Erste in die Anfahrt zur Nordkurve, ist hier gefolgt von Andreas Ziemann. Er kann die Geschwindigkeit halten, aber jetzt ausgangs der Nordkurve ist doch schon eine ganze Menge Landstrecke dazwischen. Der Christoph Entelmann kann seine PS voll ausspielen. Und Andreas Ziemann muss sich wirklich hier noch einmal lang machen, um hier dran zu bleiben. Auch die Nummer 3, das ist die Nummer 14, Henry Kuhn, auf die Decke für das Team Black Red Dollar, fährt ja auf Position 3, während hier am Ende des Fahrerfelders noch heftig gestritten wird um den Ausgang des Rennens, um die Position 4 und 5, Matthias Kaden und Christian Braue. Das Dreigestirn ist hier etwas enger aneinander gerückt, während der Christoph leichte Vorteile für sich verbuchen kann, muss Andreas Ziemann nun achten, vielleicht mal einen Blick auf den Rückspiegel, denn von hinten kommt Henry Kuhn, ein ganz junger Pilot, der hier in der Liga B startet, vor einiger Zeit noch bei den Jugend, aber er hat sich gemausert, hat hier ein gutes Team um sich gefahren. Und die Technik ist was er auch beim Auftaktrennen in Wittenburg unter Beweis stellen konnte. Dort war auch ein Platz auf dem Treppchen für Henry drinne. Heute macht er mächtig Druck auf Andreas Ziemann. Und ich bin gespannt, wie das Rennen nach 4 Runden ausgeht. Am Ende des Feldes hat sich auch da das ganze Thema ein wenig gelichtet. Matthias Kaden kann sich ein wenig von Christian Brauer absetzen, während vorne wirklich noch volle Konzentration herrschen muss, denn hier sind die Messen noch nicht gesungen. Ja, das Ding ist jetzt das schön. Mit 30 Punkten im Finale und auch im Finale bleibt er der Champion, heute ungeschlagen, der beste Mann in der Liga B, bei den von hintriebenen Autos. Aber Jubel kennt keine Grenzen, auch für die weiteren Platzierungen gibt es hier noch Beifall.